Hallo und herzlich willkommen zu Ashley Clarks Secret of the Ruby. Hier ist Sabine die Cat. Ich begrüße euch zu meinem neuesten Projekt. Ganz kurz über das Spiel. Ist von 2013, ist ein Wimmelbildspiel und ich möchte das Ganze gerne wieder als Komplettlösung anbieten. Und ich wünsche euch viel Spaß. Detective Clark, everyone is waiting for you. A neighbor called the police about screaming and noise in the victim's apartment. When we arrived, we found this. It's like she's been dragged underground. So, das Tutorial braucht man nicht. Wir nehmen als erstes die Handschuhe. Mit den Handschuhen können wir uns den Stern in der Mitte schnappen. According to our reports, this isn't the first crime like this. There is a whole series of kidnappings dating back to 1790. All these crimes are connected by a ruby pendant left at the scene. Maybe some kind of cult is behind it all? Gut, dann gehen wir als erstes zum PNC. Da haben wir das erste Wimmelbildspiel. Wir brauchen eine Windmühle. Handfeuerwaffe, Stift. Die Ballerina. Diskette. Eule 1, 2, Feuerlöscher, nehmen das Messer, damit schneiden wir das hier ab, Hefter, nehmen die Sicherheitsnadel, die Büroklammer, dann haben wir den Schlüssel. Die Vase ist der Krug. Die Handfeuerwaffe. Und jetzt fehlt nur noch der Kegel. Der ist hier hinten links. Dann haben wir den Schlüssel. Mit dem Schlüssel öffnen wir auf der rechten Seite den Tresor. Wo bin ich? Sieht aus wie ein Gefängnis oder eine Gruft. Die Wände sind mit Moos bedeckt. Das ist ein sehr düsterer Ort. Der Rubinanhänger. Klar, jetzt erinnere ich mich. Er hat mich hierher gebracht. Aber wie? Auch wenn ich hier vielleicht seinen Besitzer, diesen Entführer, finde. Ich muss mich hier schnell umsehen und fliehen. Gut. Nehmen wir das mal mit hier. Den angespitzten Knochen. Die Bürste nehmen wir. Die tauchen wir gleich in der Mitte ins Wasser. Damit machen wir hier oben die Wand rein. Nehmen die Zange. Schauen uns rechts das Gesicht an. Links unterm Heu finden wir eine Mondhälfte. Die fügen wir hier oben ein. Hier gibt es übrigens Rubine. Die Rubine helfen uns nachher als Tipps. Das heißt, wenn wir nicht weiter wissen, benutzen wir ein Rubin. Gleiche die Flachbildteile an, um den richtigen Ausdruck auf das Gesicht zu bringen. Dies öffnet den Geheimgang. Drücke die grünen und roten Knöpfe, um die Teile des Gesichts zu bewegen. Gut, wir fangen mal ganz oben an.
Jetzt könnte es verschwinden, die Schrift. Jetzt bleibt sie natürlich da bei dem roten. Den drücken wir 7-mal. Dann gehen wir geradeaus runter. Den betätigen wir 2-mal. Den links davon ebenfalls 2-mal. Den hier oben links auch 2-mal. Dann gehen wir auf die gegenüberliegende Seite, auch 2-mal. Einmal darunter, 2-mal. Und den hier oben betätigen wir 1-mal. Machen wir die Spinnweben weg, den Hebel hat schon länger keiner mehr betätigt. Können weitergehen. Ins Verlies, da haben wir hier unten den nächsten Rubin. Die Zange benutzen wir hier oben bei der Fackel. Damit ziehen wir links die Kette raus. Nehmen den Nagel mit. Die Kette. Na, mit der Zange machen wir das Fass auf. Das wollte ich eigentlich jetzt. Habe ich es gesucht? Toll. So. Hey, could you please help me get back into place? Claro. Thank you. Anyway, that's better than in the barrel. My name's Cassio. Before the misfortune, I was a guard for the owners of this castle. It was once a beautiful place. Wonderful people owned the land. But all that was before something terrible happened. I still can't understand what it was. But the thunder was as loud as if lightning hit the castle wall. It's difficult for me to say anything about the kidnapping. Because it's already been 200 years since I've been out of here. These chains won't let me loose. Can you help me unlock these chains? Gut, schauen wir sich's genauer an. Stecken wir jetzt den Nagel rein. Und den Knochen. Und dann drehen wir das Ganze. Schnappen wir uns den Knochen. There's no limit to my gratitude. I'm finally free from these chains. If you are looking for the owner of the castle, he must be in the throne room. But beware of him. And remember that the only thing that can stop him is daylight. To the left of the entrance to the throne room, there is a lever that opens the window curtains. I hope it will help you. Good luck. Und weg ist er. Wir schnappen uns die Kugel. Maus halten und rüberziehen, da ist ein Loch. So, dann schauen wir sich das genauer an. Das ist nämlich auch so ein geiles Spiel. Öffne alle Zellen in 21 Zügen. Züge erfolgen entlang der Linien, die die Zellen verbinden. Offene Zellen können nicht noch einmal überquert werden. Wir müssen hier anfangen, wo es leuchtet. Dann gehen wir geradeaus hoch, bis hierher. Eins nach rechts. Das vorletzte runter, ganz nach links, ganz nach oben, rechts rüber, so, bis hierher, dann springen wir rüber auf die rechte Seite, ganz nach oben, eins nach rechts, einmal bis zum vorletzten runter, eins nach rechts, ganz nach oben, einmal nach rechts, ganz nach unten, links, rauf, springen rüber auf die linke Seite, eins runter und der Rest ergibt sich von selbst.
Wir schauen nach vor. Der Weg zur Burg wird von einem tiefen Graben versperrt. Der Hebemechanismus der Brücke ist sicherlich auf der anderen Seite. Sehr hilfreich. Wir schauen hier. Links nehmen wir den Hahn mit. Gehen wieder zurück ins Verlies. Da haben wir das erste bzw. das zweite Wimmelbildspiel. Wir brauchen ein Rad. Ein Frosch. Hufeisen. Dem Feuerzeug zünden wir die Kerze hier an. Nimm das Auge. Da ist die Muschel. Der Löwe. Der Zahn. Die Pfähle. Hammer. Jetzt brauchen wir noch die brennende Kerze. Käfer, Feder und Schlüssel. Schlüssel. Falscher Schlüssel. Verflixt, wo ist... Da ist der Käfer. Der Käfer wurde gefunden. Jetzt brauchen wir noch die Feder, die ist hier. Und der Schlüssel. Und lesen sollte man auch können, es ist die Schüssel. Gut, Hammer, Hammer. Gehen wieder vor. Gehen links her, da legen wir die Kette hin. Mit dem Hammer können wir die Kette nehmen. Gehen vor zur Zugbrücke. Schmeißen die Kette hier oben hin. Die Kette bringen wir an der Statue an. Und die Statue werfen wir um. So, gehen weiter. Die Tür zum Thronsaal ist verschlossen. Ich muss mich hier schnell umsehen. Hier oben gibt es wieder einen Rubin. Mach mal links die Tür auf. Get me some wine. Hey, you, where's my booze? Why are you hanging around here? Wir nehmen den Zapfhahn. Innkeeper, more wine. Huh? Great. Without songs and wine, life just passes by. I wish I could roll some good old dice now. Rechts das nächste Wimmelbildspiel. So, wir brauchen mal den Elefanten. Den Totenschädel. Das Rad. Die Schachfigur. Den Schmetterling. Den Fächer. Das Schild, die Feder, das Nudelholz, Krabbelkäfer, Pinsel und das Pferd. Haben wir einen Schlüssel? Mit dem Schlüssel gehen wir einen Schritt zurück. Vorhang weg auf der linken Seite. Da fügen wir das ein. Nehmen die Würfel mit. Sonst gibt es hier nichts. Und gehen rein würfeln. So, das ist jetzt ein reines Glücksspiel im wahrsten Sinne des Wortes. Man kann beim ersten Mal gewinnen, man kann nach dem fünften Mal gewinnen. Das muss man einfach durchprobieren. So, wir können jetzt auswählen, welche Würfel wir nochmal würfeln wollen. Oh, schaut doch besser aus. Ah,
Wir haben gewonnen und das beim ersten Mal. You're a good player. Very few can beat me. I'm Jack. I dropped by to drink some wine at my friend's. Otto is his name. And then bam, I'm out. I still can't understand what happened. Since then, I've been sitting in this cellar. I have no idea what's going on here. I only heard that all this chaos started because of betrayal. I don't know who betrayed who. I've been awfully thirsty all this time. Thanks for the wine and dice. See ya. Gut, wir räumen das hier weg. Kriegen einen Wolf. Gehen zurück zur Zugbrücke. Links können wir den Wolf jetzt einfügen. Drehe die Griffe, bis alle Objekte am richtigen Platz sind. Verwende den Rahmen der Bilder, um alle Objekte richtig zu platzieren. Wir nehmen uns hier mal die rechte Seite vor. Einmal. Und hier ebenfalls die rechte Seite. Zweimal. Das war's auch schon. Dann kriegen wir die Platte. Die ist schon im Inventar. Gehen wieder vor. Fügen hier die Platte ein. Und dann geht's runter. Wir nehmen die Blumen mit. Gehen raus in den Korridor. Hier vorne können wir die Blume einfügen. Wait, please. Don't hurt him. It will only make him furious. As soon as the sun goes down below the horizon, it will wake up again. I can't stay here for long. Please, find me at the altar in the garden. I will answer all your questions. Wir gehen in die Mitte her. Schnappen uns den Schlüssel. Gehen nach rechts rüber. Nehmen noch die Scheibe hier oben mit. Mit dem Schlüssel können wir die Tür öffnen. Gehen vor. Die Tür zum Altar ist verschlossen. Vielleicht kann mir der Gärtner helfen. Where is it? Did you see it? Rat! This disgusting creature has destroyed all the seeds I prepared for next year. The masters will be displeased. They will fire me for sure. Help? And could you help me? Oh, I would be really grateful. Its shelter is near the pier and the old drains. Gut, wir nehmen die Fackel mit. Schauen mal nach rechts rüber. Dann nehmen wir die nächste Kachel mit. Und die Rose. Dann gehen wir vor zum Pier. Das ist das nächste Wimmelbildspiel. Wir brauchen ein Herz. Drei Schwimmer. Eine Augenklappe. Kessel. Sicherheitsnadel. Echse 1. Echse 2. Messer. Tabakpfeife. Sporen. Brille.
Das R legen wir hier hinten ins Nest. Schnecke. Das ist der Teil, der zum Anker gehört. Und dann kriegen wir Echse Nummer 3. Und ein Messer. Und an der Stelle mache ich jetzt wieder eine kurze Pause. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich sehr freuen über ein Like. Vergesst nicht zu kommentieren, vergesst nicht zu abonnieren, vergesst nicht die Glocke einzuschalten. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!